Und damit ein herzliches Willkommen, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge FIFA 16 Karrieremodus Season 2 mit dem Safler auch wieder am Start. Guten Tag. Ja, und... Nee. Ich kann das jetzt nicht machen, muss mich konzentrieren. Ja, also die Einstellung haben wir umgeändert und wir haben festgestellt, es waren Verletzungen, Abseits und Karten aus. Deswegen haben wir... Und Handspiel an. Ja, Handspiel selbstverständlich. Und deswegen haben wir ja keine Karten gekriegt bei diesen schönen rabiaten Fouls. Und Abseits war auch nicht da. Deswegen konnten wir diese wunderschönen Schüsse machen, die nicht reingingen. Einfach so. Ja, stimmt. Eigentlich sonst haben wir ja nie, sonst dürfte es ja nie Abseits gewesen sein. Ja, und jetzt haben wir wieder alles an. Auch das Handspiel ist wieder mit dabei. Ja. Und jetzt geht's wieder rund. Mit den Schießsieder. Meine Fresse. Da Übung. Mein Gott. Ah, mach mal Baumgabel. Warte mal, ganz kurz gucken. Alter! Was habe ich jetzt gedrückt? Das, damit du nah reinkommst. Warum? Was soll ich das jetzt machen? Der kriegt. Ja. Standort noch. Ach, meine Fresse, ey. Standort anders an der 6. Zumindest ist er da nichts zu kriegen. Wollte eigentlich was anderes gucken, aber gut. So, hast Pech, Ramos. Kann ich ändern. Und das hängt. Baumgartel. So, auf 69. Ja, schon die ganze Zeit. Oder? Oder auf 66. Nee, um 1. Da steht ein 1. Ah, stimmt. Sorge um Messi. Ach, den. Den braucht keiner mehr. Da kann zu Hause bleiben. Da kann zu Hause bleiben. Ja. Alles klar. Unwichtig. Unwichtig, sagt der Sabler. Scheiße. Na, ist so. Ist so. Wenn du meinst, dann wird das wohl so sein. Spielen wir jetzt in der Europa League. Ja. Gibt's auch, dann wird es auch wieder fürs Spiel geben, oder? Wahrscheinlich schon. Bin ich ja zufrieden. Wo ist ein Sabitzer? Da. Modo. Nö, ich lasse die Abwehr so, passt schon. Ob die Schick hat sich von 81 auf 80 verschlechtert. Gut, der normale Pischik ist auch jetzt ab, ist auch so, aber was schon. Nein, gut. Was weiß ich, was hier passiert ist. Spendierer müssen wir mitnehmen, aber. So, das ist die perfekte Aufstellung für dieses wunderschöne Spiel gegen Arsenal. Hinspiel im Halbfinale, Viertelfinale. Halbfinale wäre zu schön. Wenn wir schon einen Schritt weiter. Und mal schauen, wie schlimm es wird. Gegen Arsenal zu spielen. Ich hoffe nicht ganz so schlimm. Vor allem jetzt mit Karten, also jetzt kann es richtig hart zur Sache gehen. Vor allem mit diesen Fouls, ne? Das ist alles, hätten wir uns, wir haben uns ja auch so gewundert bei Man City, als sie das gespielt haben, ne? Die Offline-Karriere, ach du Scheiße. Da müssen wir jetzt mal wieder ein bisschen. Jetzt müssen wir uns erstmal angewöhnen, nicht mal so krass zu spielen. Es gibt eine Karte nach der anderen. Ruhiger werden. Das leckt aber auch schön. X-Beutel. X-Beutel? Ach Mensch, auch zu Sanchez spielt mit. Ach nee. Warum spielt Sanchez schon wieder? Ich kann diesen Typen nicht leiden und wieder. Oh. Also diese Bälle, wenn zwei Leute nur zugucken. Schell steht dann auch im Tor. Noch schlimmer. Wer soll denn sonst stehen? Hätte sein können, dass er verletzt ist und aufgehört hat und gewechselt hat. So, mein schöner Ball auf Drimmitsch. Der schießt einfach mal los und checkt mit der ersten Minute überall.
Baumgartel versucht mal sein Glück. Mit dem Kopfball. Oh, schön von Norbert, dass er den absichert. Ja! Jo! Ey! Mein, warum denn? Ich verstehe es nicht in FIFA. So als ob in dieser Chance da der Torhüter irgendwas ausrichten kann. Ja! Gewinnt schon mal 1-0 für Borussia Mönchengladbach! Moto! So muss es sein, Alter! Meine Fresse! So als ob der Ball schon vorher von... So als ob der Keeper nur weil es ein Kindig der Ball nicht reingeht. Das kann nicht wahr sein. Dann so ein schönes abgefälltes Ding. Ich hab den dann links oben reingeschnallt. Handspiel. Handspiel wäre es auch noch gewesen, als er wieder hier oben gegeben. Für die Borussia. Tor für die Borussia. Handspiel, ich bin mal toll. Ah, das hat er halt nicht gesehen. Naja, ich glaube, das hat er auch nicht gesehen. Ja. Haben wir Glück gehabt. Aber wichtiges 1-0 im Viertelfinale hier. Den hat Tschech bestimmt auch noch gehalten. Ja, das kommt noch dazu. Thomas Marquen, schön defensiv stehen, wie immer, wir stehen die ganze Zeit defensiv in unserer Mannschaft. Was? Ach so, weil er gepfiffen hat, hat da diesen Ball. Also hast du gesehen, wie er den reingemacht hat? Mit Schmack ist da. Also, haben wir ein Glück jetzt. Läuft denn richtig die Pumpe bei so einem Pässen. Junge, Junge. So was Motor, das die Karte ist halt schon lange mehr sehen. Na gib doch mal den Pass! Motor! Mann, Abstoß! Ey, da kommt sonst so wie oft an den Ball ran und kriegt kein Pass hin. Oh. Stark von Nordwald. Ist trotzdem stark, ist trotzdem stark. Ah. Da werde ich da mal eiskalt gelegt. Ferrati. Er verliert den Ball sehr schön von Christensen. Oh, der war schön. Ach, jetzt kommt der Dreckskeeper raus. Ach, Tschech, nicht der Dreckskeeper, Tschech ist dieser. Das ist kein Dreckskeeper, das ist Tschech. Das ist einzigartig, dieser Junge. Der ist noch schlechter. Oh, mit Trick. Och man, wie schießt ihr denn? Ja, ich werde noch rein. Weiß, hat gewonnen. Also in unserer Position muss man auch mal treffen können. Da muss man nicht mal die Dreckspieler anschießen. Macht eigentlich Hahn oder das? Nee, irgendjemand will das, irgendjemand war das, der macht das echt gut. Genau, pfeif erstmal, so muss das sein. Bis jetzt gab es aber immer noch keine Karte. Will ich nochmal zu viel. Ey. Soll ich davon mal eine Ecke drücken? Damit du mal in Mitte des Feldes mal ein Passpass. Gefällt da ein schönes Foul. Geht ja gar nicht. Sabitzer. Den knallt Sabitzer über alle Berge. Ich habe schon gedrückt, bevor du überhaupt am Ball warst. Halt dich. Schön. Nichts Halbes und nichts Ganzes, was da Hector versucht hat. Im Prinzip gut, aber dann
Dieser Tunnel hat nichts, dieser halbe Tunnel hat nichts gebracht. Oh, gut. Drivic kommt fast gar nicht zum Abschluss. Drivic kommt fast gar nicht zum Abschluss. Das war nicht schlimm. Aha, geil. Wo war denn das da oben? Nordrhein ist, könnte das sein. Nordrhein oder Kaiser, einer von denen. Wir gehen nochmal rein. Tor für die Borussia. Für die Borussia. Tor für die Borussia. Weiß man nicht, wen ich da die ganze Zeit hatte. Mensch, wieso stehen denn hier die Nummer nicht? Mir habe ich die Nummer drin. Ramsey. Verpackt die schon wieder am Ball. Setzt er sich gut durch, der Verratti. Alexis Sanchez. Ne, hinten geht's nicht. Hier vorne nicht mehr. Oh, wir sind wieder. Gott, jetzt bin ich wieder weggezogen. Oh, mach Mutter. Das macht Mut. Mutter mit dem Motor willst du erst recht müssen. 1-0 ist nicht jetzt die beste Führung. Ich muss da mal ganz ruhig bleiben. Ey, Muto, leg dich hin! Oh, Müller mit einer Galanzparade, der wäre reingegangen vom Wolfsburg. Ganz viel Glück in der Situation. Also jetzt 15 Minuten, jetzt fallen die meisten Tore ein, die bei uns. Oder schießen wir auch in diesen Sekunden, Minuten. Was ist denn mit Schlauch, ey? Alter, Drimmel, zieh den Ball zurück. Das macht den Tschech da schon wieder. Tut auch so, als ob das nichts Neues wäre. So, der ist. Norbert ist es. Kaiser. Was lernt ihr in Leipzig denn alles? Scheint gar nichts. Ja. Schönes Pässchen wäre es nochmal geworden. Rom, blablabla, 1-1. Rom, blablabla, Nepal, 0-0, ach, passt schon, alles 1-1. Von, was sind das für Leute, die, was sind das für Vereine, die da noch in Europa stehen? Da waren sie kein großer Verein irgendwie, den man so kennt. Also, ich kenne die alle, aber trotzdem. Packen wir mal Stendera für Muto rein. Der Rest muss durchhalten. Und warten und zittern, mein Gott. Und das ist das 1-2. Nee, das. Ach, das ist. Ja, genau, das ist das 1-2. Ja. Ach so. Wir haben 2 Tore Führung. Ja, ich habe auch mal so ein ganz krüppiges Tor geschossen. Stimmt. Gut, das habe ich vergessen, aber trotzdem haben wir nochmal. Das ist echt mies jetzt. Weil ich so schön in die Ecke rein. Muss nur noch ein bisschen mehr spielen eigentlich. Nee, das schafft dann gar. Das schafft kein Tor der Welt, an den Ball reinzukommen. Ja, wieso? Du sagst auch immer, die müssen schon. Warte, wenn er in der Ecke gut, ist. Muss, das ist mal Wahnsinn, dass ich mal von dir höre, dass ein Torhüter das nicht machen muss. Sehr gut, das ist sehr schön, da bin ich zufrieden. Er muss schon springen, aber er kann da nicht rankommen. Ich habe ein Handspiel gemacht. Ja, trotzdem, er kann da nicht rankommen. Ist doch gut. Wenn der Ball genau. Ich hab's noch nie von dir gehört, deswegen. Sorry. Wenn der Ball du genau in die Ecke kommt, du dann. Du meckerst doch immer unsere Torhüter alle an. Ja, wenn der Ball nicht in die Ecke geht. Aber wenn der Ball in die Ecke geht. Och, Mensch, wenn der Ball nicht in die Ecke. Tust du so, als ob die alle auf die Torhüter geschossen werden, die Bälle. Ja, das ist was anderes. Auf Torhüter jetzt. Wir müssen genau perfekt in die Ecke gehen. Erst dann können sie nicht gehalten werden. Paul. So, weg jetzt damit. Kommt das 2-2. Weil Kopfballschlag sind sie sowieso außen. Das macht Müller, dass er sich rein nicht so weit rausziehen. So, als ob der dann eine Faustabwehr machen muss. Och, Jungs. Ja, der liegt am Boden. Dann soll der rangehen, na klar. Alter, wir stehen auf Defensiv. Was ist denn das für eine Defensive? Oh, was ist denn das für eine Defensive? Ah, Baumgartel. Mit dem Hinterteil. Glück gehabt. Ah,
aber fast geil. Sag mal, warum überrennen denn die? Jetzt gibt Pass! Och Mann! Oh, der war nicht schlecht. Hast du auch schon vorher und denkst, ja, aber schnell stehen. Ne, ich wollte nach hinten gehen. Wollte den einen hinter haben. Aber ging dann doch nach vorne. Schneider macht eine frische Position heute. Du holst ja auch jeden Ball wieder. Ich jetzt, oder? Ja. Ist das so schlimm? Nö. Hä? Aber erstaunlich. Ne, wenn ich den Ball verliere, was soll ich denn machen? Weg, stehen da bleiben. Ja, sonst ist das eigentlich nicht so. Ja, ich versuch's doch immer wieder. Nur manchmal hat man Glück. Naja, das sah jetzt eigentlich nicht so nach Glück aus. Was dann? Nach Können. Warte mal, ob wir nicht zu loben? Das ist ja schrecklich. Ja, das ist ja. Hör auf. Du kannst gar nicht hinterher rennen. Oh, die erste gelbe Karte mal. Seit langem. Gibt schon wieder Karten. Premiere. Unten. Ja. Fast. Ich würde eigentlich nur eben sieben noch. Also eben noch der weiter hinter stand. Aber schon. Na, den habe ich nie gesehen. Ja, das stand hier unten. Also. Genau, der ganz rechts sitzt. Ja, gut. Jetzt hallo? Wird schön gerade gar keiner da. Fast gibt den Ball hier vorne. Wir sind mal raus, komm alle. Ein Dera haut ihn drüber. Oh, nein. Der muss auch mal ein bisschen schießen. Der Junge. Na gut, geklärt. Kann man dazu sagen. Also das 1-2 geht noch in Ordnung. Oh, das war schlecht. Oh mein Gott, das war... Das ist richtig gefährlich. Der ist im Abseits eigentlich. Na gut. Ah, hier auch noch kein Abseits gepfiffen bis jetzt. Alter. Alter, was? Oh! So Alter, mit diesem Kopfball und dann was? Ich, das ist doch kein Tor, Alter. Doch. So als ob die nur einen Kopfball auf Tor machen müssen und nichts passiert bei uns. Na, Müller hat ja alles mit. Mann, ey, macht keinen Spaß mehr. Tor muss ja sonst da was hinstellen. Ja, wollte gerade sagen. Freistoß. Mein Gott, ey. Tschech. Ist auch so geklappt, die Müller. Ach, dann fickt euch doch. Wir sind eh noch überlegt. So schaffen wir es gar nicht mehr. So als ob das Rückspiel besser wird. Das ist zu Hause, aber trotzdem. Haben wir, glaube ich, Doppelbelastung dann noch. Sieht doch schlecht aus mit den Schülern. Ach, das heißt, ja, hat ja nicht. Eindeutig. Das ist auch ihn, ne? Also, ne, Twitter. Was machen wir denn? Wir brauchen nicht einen Monster, oder? Ah, so wie die beiden kaum gibt es hier keine Rutschen mehr. Also ich würde glaub, die brauchen nicht mehr auf so ein Ding.
normalen Zeit von hier. Schluss! Jetzt bin ich gespannt, ob es mal spielt. Oh, muss ja. Eigentlich. Schwein gehabt. Ist. Schon wieder was geheilt. Hä? Hat er nicht schon mal Geld gekriegt von uns? War damals. Ah, da ist noch Pech. Kann ich nicht ändern. Achso, ne, kann man machen. Simulation. Gegen Werder Bremen im nächsten Spiel. Oh, 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 oh. Ja, meine lieben Freunde, ich bedanke mich trotzdem wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Das ist schon viel, viel, viel wert. Echt erstaunlich, dass da sogar mal ein Ton rauskommt. Hey. Und ja, ich hoffe, dass es irgendwie besser läuft demnächst in der Karriere von uns. Immer so schleppend sich so durch Tore geben und dann so eine dumme Deppentore ins Tor bekommt. Aber alles klar. Das ist ja Standard, so wie es aussieht in Viva. Wenn man solche Leute auf dem Platz hat. Wo sind jetzt hier noch? Johnson. Genau, dann passt das wieder. Und ja, bis dahin. Ciao. Au. Tschüss.